siehst du aus? Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erstmal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süßer. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Stoßzahn, bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis oder du bist verzweifelter, als ich dachte. Hey, heute bekomme ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein. Denkst du wirklich, ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht? Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn! Verdammt. Du verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Fang! Runter! Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Ja, okay. Darf ich mal kurz sehen? Hey, ein Drittel davon gehört mir. Du teilst mit Chloe. Okay. Ich weiß, du bist neu in der Branche, aber so funktioniert das nicht. Sie ist als Servicepauschale. Hey, warte mal einen Moment, Herrgott. Das ist eine Bombe. Was? Oh mein Gott, Asaf hat den Zahn ausgetauscht. Gegen eine Bombe. Feuerwerk. Das ist groß. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Es ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Ich... Was? Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen? Okay, schön. Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich... Ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße, ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Das hast du selbst gesagt. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden und... Das ist nicht unser Kampf. Sondern meiner. Wenn die Bombe in der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf, okay? Für alle Fälle, ja? Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus! Nein. Ich sitz vorne. Ja. Gut. Ich sitz hinten. Straße gesehen? Ich mache meine eigenen Straßen. Okay, dann achte lieber weiter auf die Straße. Hey Sam, wolltest du fahren? Eigentlich schon. Voll Pech. Anschnallen, Großer. Wow!
Glück ist das nicht mein Auto. Da! Ich sehe den Zug. Wir nähern uns. Nicht langsamer werden. Scheiße Motorräder! Drängt sie von der Straße ab! Aus dem Weg! Sie ist erledigt! Ein Flitter hat das hier! Auf den Weg gehen, du Arschloch! Der ist erledigt! Platz da! Wo bist du erledigt? Interessiert dich? Na, er hat den Zahn. Hey, weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Bei der Lok. Gut, dann ist das unser Ziel. Scheiße, nichts zum Klettern. Hier drüben. Sei vorsichtig. Yep. Nehmen wir die andere Seite. Wow, langsam. Okay, gut. Es geht voran. Hier raus! Oh, shit! Wir haben Besuch! Leute, wir haben immer noch das Überraschungsmoment. Überraschung! Hop!
erwischt. Thank you.
bewegen. Das war's! Nicht ohne! Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat das Land monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Ich glaube, wir sind fast da. Rührt sich nicht. Ich helfe dir. Das ist echt schwer. Los, ich halte sie. Okay, jetzt du! Danke! Wow. In echt ist die ja viel größer. Ist ja auch zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir! Sie ist zu schwer! Kannst du sie entschärfen? Wenn ich es versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Kommst du? Okay, geh durch. Das ist definitiv die Lok. Hier können wir vorbei. Na los!
Nein, nein, nein! Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit. Hey, die Dachluke. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Schon! Schaffst du's? Auch zugeschweißt. Ich muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz Ohr. Ein Stellwerk. Was? Ein Weichenstellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay, gut. Scheiße! Noch einen Wagen. Nicht viel Zeit. Nadine! Noch auf dem Zug! Wir müssen die Weiche stellen! Keine Zeit dafür! Hey, ihr Volltrottel! Könnt ihr uns mal eine Minute geben? Shit! Der Zug kommt näher! Das packen wir! Zurück zur Weiche! Drücken! Los, los, los! Scheiße, Nadine! Ich muss zu ihr. Warte. Muss das sein? Ich meine, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte... Ich sehe keine Brücken. Oder Kreuzen. Ach, Scheiße. Vielleicht kann ich draufspringen. Vielleicht kann ich draufspringen. Scheiße, wo ist eine Rampe, wenn man sie braucht? Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke. Shit! Shit! Oh Gott!
kriegen, Süße. Tja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschaum. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Na los! Zeigt mir, was ihr könnt! Kämpft gegen mich! Halt still! Hol ihn hier! Brauchst du noch Übung, Asan? Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern! Mann, du bist unerträglich! Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben. Komm zurück! Du hättest nicht herkommen sollen! Du wirst verlieren! Du bist nur eine große Enttäuschung! Ganz ins Arschloch! Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kauf mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Diebin. Die Leute werden mich ablehnen, sie zu. Nadine! Bringen wir es zu Ende. Ich werde dich brechen. Schließe Frieden mit deinen Göttern. Nicht kämpfen. Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Das ist dein Ende! Oh, shit. Und du, jetzt findet sich dein Gewissen. Scheiße! Lauf! Komm raus!
mal raufklettern. Bitte? Verdammt! Oh, Sam! Geht kletter drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Alles muss gehen, das behaupten alle! Komm, gleich hast du es. Oh, danke, danke. Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und Asaf? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an. Wow. Yep. Wir haben es geschafft. Wie war? Und? Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du die Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also... Nicht du. Okay. Ah, sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Wo ist der Schuss dann? Habt ihr... Oh mein Gott! Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht. Au! Okay. Oh Mann. Das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja. Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen großzügigen Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Ellbogen. Hm. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Ganz close doors to the system, yeah. When we say we're not with them, we're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system, yeah. When we say we're not with them, we're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Ich hab's. Privat. Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich verstehe echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirb den Moment nicht. Puh.